Photonen, das Licht in unseren Zellen. Und der Herr Popp ist ein wissenschaftlicher Assistent im International Institute of Biophysics und ist mit der Forschung und Entwicklung biophysikalischen Geräten befasst. Er ist Co-Autor mehrerer wissenschaftlicher Veröffentlichungen und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ja. Vor und zurück, ja. Und ich nehme auch an Laserpointer. Ja, wunderbar. So, erstmal möchte ich mich hier herzlich bedanken, dass ich hier dran teilnehmen darf. Im Namen meines Vaters, den Sie wahrscheinlich alle kennen, Fritz Albert Popp, möchte ich mich auch bedanken, dass ich hier die Möglichkeit habe, über die Photonen praktisch, über die Biophotonen besser gesagt, zu sprechen. Mein Name, wie schon gesagt, ist Alexander Popp. Ich arbeite jetzt seit 6 Jahren am Internationalen Institut für Biophysik in Neuss. Wir sind ein Institut, was Zusammenschluss hat zu vielen verschiedenen Instituten in aller Welt. China, USA, auch Brasilien noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich heute. Und Japan. Heute werde ich reden über die Biophotonen pro Sekunde. Das war der erste Satz, den mir mein Vater, als ich zum Institut gekommen bin, gesagt hat. Pro Sekunde finden im Mittel etwa 100.000 chemische Reaktionen statt. Wie können diese chemischen Reaktionen, 100.000 Stück an der Zahl, pro Sekunde wirklich in jeder Zelle passieren? Wie kann das möglich sein und was ist der Auslöser dieser Reaktion? Denn man weiß, aus Aktion folgt Reaktion. Also muss eine Aktion vorausliegen, um diese Reaktion auszulösen. Dementsprechend, ich habe nur kurz überlegt und ich wusste ja, dass er am Licht forscht, dementsprechend habe ich einfach gesagt, es muss Licht sein. Ja. Mein Vater hat daraufhin gesagt, ja klar, logisch, es kann nur Licht sein, denn Lichtgeschwindigkeit ist in der Lage, diese chemischen Reaktionen auch wirklich auszulösen. Wenn man sich das ausrechnet, dann ist Licht sogar in der Lage, ein 30 Meter großes biologisches Objekt zu informieren mit dieser Information, dass diese chemischen Reaktionen auch stattfinden können. 30 Meter groß, jetzt guckt man im Internet nach, was ist 30 Meter groß? Das größte Lebewesen, was auf unserer Erde bis jetzt war, war ein Wal mit 30 Meter Länge. Und dementsprechend muss man natürlich vom schlechtesten Fall ausgehen, wie viel Meter können organisiert werden? 30 an der Zahl und wenn man das teilt durch die Geschwindigkeit, die vorhanden sein muss, dann ist das Lichtgeschwindigkeit. Diese Reaktionen finden in einer Nanosekunde statt, das sind 10 hoch minus 7 Sekunden, die benötigt werden praktisch, um diese Informationen wirklich zu übertragen. Was ist noch nötig für diese Informationsübertragung? Eine gewisse Kohärenz, von der mein Vater immer wieder spricht. Was ist Kohärenz? Ich sehe jetzt, wir haben keine Flipchart da. Deswegen versuche ich es einfach so zu erklären. Eine Kohärenz ist eine Ganzheitlichkeit, eine gewisse Ordnung, ein gewisses Ordnungsprinzip. Man sagt auch im Mathematischen ausgedrückt, ist es das multiplikative Gestaltungsprinzip. Alle Zellen hängen miteinander in Verbindung, in Zusammenhang. Dementsprechend wird dieser Mechanismus auch teilweise von der Psyche gesteuert. Das heißt also, wir sind in der Lage, unsere Photonenemission bewusst zu ändern, unser Ordnungsprinzip durch die Psyche zu steuern und auch bewusst einzugehen, auch bewusst die Photonenemission der Hände zu steuern, das wir auch gemessen haben. Kohärenz bedeutet auch, wenn ich jetzt schön zum Beispiel sage, dann ist das eine Information. Ich kann es aufschreiben, S-C-H-Ö-N, dann wissen Sie alle Bescheid, gut, das heißt schön. Wenn ich also jetzt nur die Buchstaben nehme und sage C-H-N-Ö, dann gibt es keine Information. Das ist für Sie keine Information, das ist nicht kohärent in dem Sinn. Und das meint Kohärenz, diese gewisse Struktur, diese Struktur, die erhalten sein muss, um Kohärenz zu geben. Was sind Biophotonen? Alexander Gurwitsch ist der ursprüngliche Entdecker der Biophotonen oder der Photonen. Er nannte es damals die mytogenetische Strahlung. Er lebte zwischen 1874 und 1954. Man kann hier, das ist Alexander Gurwitsch, er hat das damals mit einem
ja, Zwiebeldetektor oder Elektronenmikroskop gemessen, dass Zwiebeln, die aufeinander wuchsen, hier in dem Sinn, hier kann man das sehen, die aufeinander wuchsen, eine höhere mitogenetische Strahlung oder eine höhere Mitose, Zellteilung haben, als Zwiebeln, die einfach nicht aufeinander zuwachsen, wo eine Quarzkevette, eine Quarzscheibe zwischen reingeschoben wird, dass man das Licht oder lichtundurchlässige Glasscheibe zwischen reinschieben und man sieht, dass die Mitose nur noch halb so groß ist, wie wenn man diese Glasscheibe wegnimmt. Das heißt also, Licht, damals ist er auf den Gedanken gekommen, Licht muss praktisch als Informationsaustausch für diese Zwiebeln da sein, dass hier die Mitose erhöht wird, die Zwiebeln praktisch in dem Sinn ihre Zellteilung erhöhen. Mein Vater, oder jetzt fange ich hier an, was ist ein Photon? Ganz grob erklärt, grundsätzlich kann man sagen, ein Photon ist ein Sprung eines Elektronen von einem höheren Zustand zu einem niedrigeren Zustand. Das meint, es wird ein Photon freigesetzt, Quantensprung wird das auch genannt. Dieses Photon wird wiederum benötigt, um Energie in diesem Molekularstruktur oder in diesem Atom, um einen Sprung von einem niedrigeren Zustand zu einem höheren zu gewährleisten. Diese Wechselwirkungen finden ständig in unseren Zellen statt. Das passiert ständig in unserem Körper. Dafür sind diese Photonen nötig. Das heißt auch, diese Photonen lösen, wie gesagt, diese Reaktionen aus, diese chemischen. Mein Vater ist irgendwann auf den Gedanken gekommen, er hat eine Doktorarbeit geschrieben über Benzoapyren und Benzobepyren. Das eine ist krebserregend, das andere nicht, obwohl beide die gleiche molekulare Struktur haben, auch die gleiche chemische Struktur. Und man kann eigentlich grundsätzlich keinen Unterschied erkennen. Er hat herausgefunden, dass UV-Licht für diese krebserregenden Stoff im Benzobepyren zuständig ist, UV-Licht. Und da ist er auf den Gedanken gekommen, wo ist das schon mal erforscht worden? Wie kann man sehen, dass Licht wirklich hier einen Einfluss auf molekulare Strukturen hat? Warum ist Licht gerade in der Lage, auch krebserregend zu wirken? Und dann ist er auf die Arbeiten von Alexander Gurwitsch gestoßen und hat sich daraufhin Gedanken gemacht. Ein Doktorand damals ist auf ihn zugekommen und hat gesagt, ich glaube an die ganze Geschichte nicht, dass Licht aus Zellen kommt, das ist alles Blödsinn, Humbug. Und er würde trotzdem gerne Doktorarbeit schreiben, um zu beweisen, dass kein Licht aus den Zellen kommt. Mein Vater hat daraufhin gesagt, gut, bauen Sie ein Gerät, was beweist, dass kein Licht aus den Zellen kommt. Daraufhin ist ein Photomultiplier entstanden, der natürlich genau das Gegenteil bewiesen hat, nämlich dass Licht messbar ist. Ein Photomultiplier funktioniert folgendermaßen, es wird ein Photon in ein Photoelektron umgewandelt, das ist ja durch eine Photokathodenschicht, die damals von Albert Einstein entwickelt wurde, darauf hat er einen Nobelpreis bekommen, und dieses Elektron wird durch die Noden, in dem Sinn Spiegelsysteme kann man so sagen, verstärkt, dass wir hinten am Messausgang ein Photon messen können. Wenn es Klick macht am Photomultiplier, dann wissen wir haben ein Photon gemessen. Wir können inzwischen, was wir messen, in welchem Bereich, ist im komplett sichtbaren Bereich, das heißt im kompletten Planck'schen Spektrum von 200 bis 800 Nanometer, den Bereich umfassen wir vollständig und können dann auch in dem Sinn spektralanalytisch auswerten. Wir können genau sehen, wenn jemand zum Beispiel von der Hand die Photonemission gemessen wird, in welchem Bereich strahlt dieser Mensch besonders stark. Roland van Wyk, ein Wissenschaftler aus unserem Institut aus Holland, hat herausgefunden, dass Menschen, gesunde Menschen im Bereich zwischen 450 und 580 Nanometer besonders stark strahlen. Also wenn man hier sieht, das ist so leicht grünlich bis knapp ins Rötliche, in den rötlichen Bereich. Das ist sehr interessant, denn kurz vorher hat ein indischer Wissenschaftler herausgefunden, dass kranke Menschen in einem UV-Wellenbereich strahlen, eher im niedrigeren Nanometerbereich. Dies wiederum gibt die Möglichkeit zur Hypothese, wie kann eine Heilung entstehen oder wie kann Heilung überhaupt sein. Der Heiler ist in der Lage, rein hypothetisch, ist in der Lage, sich dem Feld des Patienten, dem Wellenbereich über Photonen anzupassen. Er kann sich praktisch also in die Lage des Patienten versetzen und daraufhin diese Wellenlänge ändern in eine gesunde. Das meint wiederum, dass wir als
biologische Systeme in der Lage sind, auch anpassungsfähig gegenüber anderen zu sein. Und diese Änderungen, die passieren, Heilungen, die passieren, die sind nichts anderes als ein...